Beim Verfassungsrecht zählt gewissermaßen die Kontrolle der Grundrechte zu einem wesentlichen Inhalt, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, das zählt aber nicht nur zur Kontrolle der Grundrechte, sondern an sich zur Kontrolle der gesamten Verfassung. Und dafür haben wir eben ein spezielles Organ, einen einzigen, es kann nur einen geben, könnte man sagen, den Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof ist eines von drei Höchstgerichten. Wir haben zwei Gerichtshöfe öffentlichen Rechts, die kennen Sie jetzt schon, den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof. Und aus dem Privatrecht kennen Sie sicher auch schon den OGH, den obersten Gerichtshof, das ist der dritte im Bunde. Wenn wir uns jetzt den einen, nämlich den Verfassungsgerichtshof, näher anschauen, dann wissen wir jetzt mal A, Höchstgericht, B, er besteht aus einer überschaubaren Anzahl an Mitgliedern, Präsident, Vizepräsident, 12 Mitglieder, 6 Ersatzmitglieder. Von den 12 Mitgliedern haben wir insgesamt 3 Mitglieder, die WU-Professoren sind. Darauf sind wir besonders stolz, wie Sie sich vorstellen können. Also WU und Verfassungsgerichtshof, das ist ein ziemliches Naheverhältnis. Diese Verfassungsrichter werden von höchster Ebene ernannt, vom Bundespräsidenten mit bestimmten Vorschlagsrechten. Jetzt auch, wenn Sie so ein bisschen in die Zeitungen hinein, schon hochinteressant, weil sowohl der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhard Holzinger, den Sie wahrscheinlich vom Namen her kennen, aber auch 2 andere Mitglieder mit Jahresende aus dem Amt scheiden, weil sie die 70-Jahresgrenze erreichen. Also nicht 70 Jahre Verfassungsrichter, sondern 70 Lebensjahre und dann scheidet man aus dem Amt. Der Verfassungsgerichtshof tagt 4-mal im Jahr, 3,5 Wochen, derzeit tagt er auch. In diesen Wochen, das sind die sogenannten Sessionen und in diesen Wochen werden eben die Fälle sozusagen im Staccato, die zwischendurch vorbereitet werden, also zwischen den Sessionen, dann entsprechend beraten, diskutiert, beschlossen und dann entschieden. Zu den wichtigsten Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofes zählen im Wesentlichen 2, die kennen Sie beide schon, ich kann es da ja kurz machen. Das eine ist die Normenkontrolle, das andere die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit, also die Kontrolle der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Bei der Normenkontrolle sind es im Prinzip vor allem die Prüfungen von Gesetzen, also von den Akten des Parlaments, über die wir jetzt heute auch eingehend gesprochen haben, aber auch, das ist völlig gleichgestellt, die Verordnungen, die von Verwaltungsbehörden erlassen werden, aber generellen Charakter wie Gesetze haben. Diese Akte, also Gesetze und Verordnungen, werden auf alle höherrangigen Bestimmungen überprüft. Also Maßstab ist das gesamte höherrangige Recht, bei Gesetzen ist das die Verfassung, bei Verordnungen die Verfassung und die Gesetze. Möglich ist, dass diese Normenkontrolle entweder eingeleitet wird aus einem konkreten Gerichtsverfahren heraus, Sie wissen schon, das kann der Verfassungsgerichtshof selber sein, wenn er nämlich ein Verfahren der Entscheidungsbeschwerde bei sich anhängig hat, oder wenn ein anderes Gericht, und typischerweise sind das alle Gerichte in diesem Land, alle ordentlichen Gerichte, aber auch die Verwaltungsgerichte und der Verwaltungsgerichtshof, der bei ihm einen Antrag stellen kann auf Überprüfung einer Regelung, die er gerade, nämlich das Gericht, gerade anzuwenden hat. Das ist in der Praxis sehr, sehr wichtig. Also auch der oberste Gerichtshof kann sagen, also ich habe gerade einen Fall zu entscheiden, das Gesetz ist komisch, ich unterbreche mein Verfahren, rufe den Verfassungsgerichtshof an, bitte anrufen, nicht wörtlich zu verstehen, sondern das ist ein formeller Antrag, in dem sagt, bitte schau dir dieses Gesetz an, das ist möglicherweise verfassungswidrig. Das nennt man konkrete Normenkontrolle. Warum? Weil sie aus einem konkreten Fall, den wir Anlassfall nennen, heraus funktioniert, dann eine Entscheidung gibt und der Anlassfall danach entschieden wird. Zweite Variante nennt sich abstrakte Normenkontrolle. Bei der abstrakten Normenkontrolle gibt es keinen Anlassfall. Da sagt zum Beispiel die Bundesregierung, das sagt sie ein paar Mal, ich prüfe, ich will ein Landesgesetz geprüft haben. Da ist kein Verfahren anhängig, die sagen nur, sie wollen das prüfen. Oder die Verfassung sieht auch vor, dass ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates Bundesgesetze prüfen kann. Das sind die berühmten Drittelanträge. Die Opposition, typischerweise ein Drittel, kann sagen, ich prüfe irgendein Gesetz, das es gibt und ich prüfe es natürlich nicht selber, sondern ich stelle einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof, dieses Gesetz
zu prüfen. Diese Fälle nennen wir die sogenannte abstrakte Normenkontrolle. Warum? Weil sie unabhängig von einem bestimmten Fall, der hier zu entscheiden wäre, ins Werk gesetzt wird. Bitte, Frau Kollegin. Ja, also Details, sonst glaube ich, sprengen wir es da hier ein bisschen. Ich sage es nur ganz kurz, der Verfassungsgerichtshof hat vor allem bei diesen Entscheidungsbeschwerdeverfahren, die Sie da auf der rechten Seite auf der Folie haben, die Möglichkeit, bei aussichtslosen Fällen es abzulehnen. Ich sage es rein statistisch, typischerweise werden 3/4 des Fallanfalles, das sind so um die 3.000 bis 4.000 Beschwerden pro Jahr, als aussichtslos abgelehnt. Das sind kurze Beschlüsse, womit das erledigt wird, ohne große Begründung. Der Rest, und das sind so einige wenige hundert, sage ich mal, werden in der Sache entschieden. Und die in der Sache entschieden werden, werden typischerweise dann entweder positiv beschieden, dass es also aufgehoben wird, die Entscheidung, oder eben, dass die Entscheidung bestätigt wird. Aber gibt es unterschiedliche Instrumente, Näheres dann im weiteren Verlauf. Individualantrag und Parteiantrag auf Normenkontrolle, ganz kurz noch, Parteiantrag auf Normenkontrolle, den kennen Sie schon, der geht vom ordentlichen Gericht, von der ersten Instanz typischerweise und nur von dort in den Verfassungsgerichtshof hinein, dann gibt es eine Entscheidung und das Rechtsmittelverfahren vor den ordentlichen Gerichten wird entschieden. Beim Individualantrag ist es ein bisschen anders gestrickt, dort habe ich keine Möglichkeit, dass ich eine andere Anrufung des Verfassungsgerichtshofes erreichen kann. Eine andere Anrufung wäre typischerweise die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit. Fall aus der Praxis. Sie haben ein Lokal, jetzt nehmen wir den Fall wieder von vorher, das funktioniert hoffentlich ganz gut. Dieses Lokal unterliegt wie alle anderen Lokale den Regelungen über das Rauchverbot in der Gastronomie. Wenn Sie sich nicht dran halten, also dass Sie trotzdem rauchen lassen, wenn das auch verboten ist, dann werden Sie bestraft. Sie müssen möglicherweise Ihr Lokal umbauen, damit man doch in einem bestimmten Bereich rauchen lassen kann. All das sind Rechtseingriffe. Sie haben keine andere Möglichkeit, das an den Verfassungsgerichtshof voranzubringen. Daher ist in diesen Fällen ein sogenannter Individualantrag zulässig und wird als normale Normenkontrolle entschieden über ein Gesetz oder über eine Verordnung. Bei der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit, allerletzter Punkt für heute, ist es so, dass eine Entscheidung der Verwaltungsgerichte erster Instanz, die kennen Sie jetzt schon, davon haben wir 11, 2 auf Ebene des Bundes, 9 auf Ebene der Länder, also einmal pro Bundesland. Diese Entscheidungen, die entweder Erkenntnisse oder Beschlüsse sind, können von den Adressaten dieser Entscheidung, das kann einer sein, das können mehrere sein, angefochten werden, wenn diese behaupten, in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten durch diese Entscheidung verletzt zu sein. Die sagen, durch diese Entscheidung wurde ich in meinem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, auf Recht auf ein faires Verfahren etc. Verletzt. Ich kann aber auch sagen, diese Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten resultiert daraus, dass diese Behörde hier ein verfassungswidriges Gesetz angewendet hat. Sie wissen schon, was das heißt. In diesen Fällen wird der Verfassungsgerichtshof von der rechten Hälfte der Folie in die linke Hälfte wechseln. Er wird sagen, nur wenn das Gesetz wirklich verfassungswidrig ist, dann schauen wir es uns einmal an, ob es verfassungswidrig ist. Und dann würde er eine Normenkontrolle, Sie wissen auch schon, welche das ist, eine konkrete Normenkontrolle in die Wege leiten und dann die entsprechende Entscheidung treffen.